Und so sieht es aus, das zukünftige Fußballstadion im Ernst-Abbe-Sportfeld. Es soll 15.100 Zuschauern Platz bieten, davon 9.200 Sitzplätze und komplett überdacht sein. In die Osttribüne integriert ist ein Funktionsgebäude mit VIP-Logen, Dauergastronomie und zusätzlichen Veranstaltungsräumen bis zu 800 Personen. Was lange währt und gut überlegt ist, wird richtig gut, sagt Jenas Oberbürgermeister Nitsche und spielt damit auf die lange Vorbereitungszeit für das Projekt an, das schon seit 2009 diskutiert wird. 2011 gab es sogar mal einen Masterplan des damaligen Wirtschaftsministers Machnig für neue Stadien in Jena und Erfurt. Doch während dort schon fleißig gebaut wurde, zog man es in Jena vor, jahrelang zu diskutieren. Bis der Stadtrat Ende 2019 sein endgültiges Okay gab, und zwar zu folgenden Kosten. Am Ende sind es insgesamt 48,8 Millionen, inklusive der 25 Jahre Abstottern für uns, inklusive Umfeldgestaltung, Straßenwege, Plätze, inklusive Leichtathletikanlage. Denn die Leichtathletik wird ausgelagert. Was übrig bleibt, ist ein reines Fußballstadion und die aktuelle Westtribüne, die im Zuge des Umbaus saniert werden soll. Die Finanzierung des neuen Stadions speist sich aus einem jährlichen Zuschuss der Stadt Jena, der sich je nach Liga-Zugehörigkeit von Hauptnutzer FC Carl Zeiss zwischen 800.000 und 1 Million Euro bewegt. Das Land Thüringen trägt einen Anteil in Höhe von 11 Millionen Euro und auch der Fußballclub muss selbstverständlich Miete zahlen. Wenn wir natürlich dauerhaft jetzt Regionalliga spielen, ist es sicherlich ein Stadion, was dann eben auch nicht da richtig dazu passt. Also wir müssen schon auch wieder zurückkehren in den Profifußball, in die dritte Liga. Daran hat auch Investor Roland Duchatelet Interesse, der gemeinsam mit Unternehmern aus Jena für Bau und Betrieb des neuen Stadions verantwortlich ist. Geplanter Baubeginn ist im November. Dann wird zunächst die alte Nordtribüne abgerissen. Bei laufendem Betrieb entsteht ab Mai 2021 die neue Tribüne und das Multifunktionsgebäude. Fertigstellungstermin für das Stadion in Jena ist dann der 30. Juni 2023.